Red, sag mal ehrlich, meinst du, du hast mehr Cash als Kuchen? Sag mal ehrlich, Red. Also, ich habe definitiv mehr Besitz und Cash, 100%, ja. Ich musste meine Immobilie nicht über Finanzierung holen, Gott sei Dank, meine Autos. Digga, Bro, ich habe alle meine fucking Wohnungen finanziert. Das kann ich jetzt einfach an der Stelle mal sagen. Ich habe alle meine fucking Wohnungen finanziert und hoher zweistelliger Betrag auf No Brokey Moki Hase, damit ich mir halt einfach noch mehr Wohnungen kaufen kann, Digga. Und wenn die Bank meine Kreditwürdigkeit so hoch einstuft, dass sie mehrere Kredite gleichzeitig einräumt, dann spricht das sehr wohl dafür, dass es mir extrem gut geht. Und wenn du alle deine Wohnungen mit Eigenkapital gekauft hast, Digga, Bruder, dann bist du dumm. Dann bist du for real dumm. Dann hast du das Wort Fremdkapitalrentabilität und Eigenkapitalrentabilität in deinem verfickten Leben noch nie gehört, Alter. Und bist du überhaupt nicht in der Lage zu verstehen, wie man ansatzweise wirtschaftliche Entscheidungen macht, Bro. Was ist denn das? Wie kann man denn so wirr reden, Digga? Wie kann man denn so viel Scheiße verzapfen, Alter? Beim Thema Immobilien bin ich sehr emotional. Es reicht. Das ist in meinen Augen Delulo des Todes, Mann. Hä? Bei den Kreditsätzen 2021, 20, Digga, natürlich nehme ich dann Kredit auf, wenn mich der KfW-Kredit 0,68% kostet, Alter. Weil ich mein Kapital besser dann einsetzen kann, indem ich es verteile, Mann. Mann. Mehr oder weniger Geld als jemand hat. Selbst ein Monte hat einen Kredit bei der Bank aufgenommen und... Ja, weil es logisch ist. ...sein Haus in Raten bezahlt. Obwohl er im Vorjahr die Nummer 1 auf Twitch und generell mega erfolgreich war. Und so schwer ist es nicht, Kapital zu gründen, wenn man ein bisschen Kohle verdient. Aber wenn man keine Scheißkohle verdient, dann kann man auch nicht über Kohle mehren und Kohle verdienen reden, weil man keine verfickte Kohle hat. Digga, ich hab mir heute noch ein Haus angeguckt, für mich selber. Kann ich jetzt Tacheles reden? Ich hab mir heute noch ein Haus für mich selber angeguckt. All in all, 3,2 Millionen würde mich die Hütte kosten. Da denke ich doch nicht drüber nach, ob ich das komplett aus eigener Tasche zahle. Warum sollte ich das tun? Dann gucke ich, dass ich da ein paar energetische Baumaßnahmen mache, ein bisschen was umbaue, bla 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 bla, mir schön ein paar öffentlich geförderte Kredite hole. Das ist so delusional, Mann. Es ist so leicht zu erkennen, dass da keine Substanz und keine wertigen Aussagen hinterstehen, sondern einfach nur Gequake ist. Das sind leere, aneinandergereihte Worte. Ich kann nicht mehr. Ganz große Filmschieberei, die da leider abfährt und ich... wünsche mir, dass sich jemand ihm erbarmt und ihn an die Hand nimmt und sagt, Bruder, jetzt gehen wir mal hier den gemeinsamen Weg, räumen mal deine Finanzen auf und dann kümmern wir uns um dein Mental Game und ich will dir damit nicht zu nahe treten, aber irgendwo ist doch auch mal gut. Also es reicht doch jetzt mal, das ist doch jetzt nicht mehr, das ist doch nicht mehr tragbar hier. Wir sind doch an einem Punkt, wo wirklich alles an Glaubwürdigkeit sowas von verspielt worden ist, Alter. Wo, Mann, Digga, das sind 11 Videos, die 12 Stunden gehen, wo jemand dein Leben durchgehend auseinandernimmt. Und du gehst immer noch dahin und versuchst das zu irgendwie verargumentieren. Das kann doch nicht sein. Mann, ehrlich, also irgendwo ist doch einmal, reicht doch. Wisst ihr, was ich meine? Und ich meine es nicht persönlich. Ich will niemandem was Schlechtes so. Aber das ist doch an einem Punkt, wo man sich doch selber mal fragen muss, bin ich jetzt hier nicht vielleicht irgendwann mal den falschen Weg gegangen? Ich hatte mal ein Haus zur Miete, sogar zwei. Boah, da hast du auch, Digga, echt viel Geld gezahlt. Da bist du bei 2 Mille oder so, Minimum. Ja, ja. 2 Mille? 2 Mille im Monat viel Geld. 2 Millionen, Digga, das ist gar nichts. Oder 2000 Euro ist nichts. 2 Mille ist ja nichts. 2000 Euro im Monat für Miete ist nichts. Das ist ein Witz. Das ist ein fucking Witz. Damit kriegst du in Köln nicht mal ein Haus. Damit kriegst du keine Abstellkammer, gar nichts, Digga. Versuch mal mit 2000 Euro in Köln ein Haus anzumieten. Digga, ich zahle für meine fucking Wohnung das Doppelte. Und das ist immer noch für mich gar nichts, Digga. Und selbst wenn es 20.000 Euro sind, die habe ich auch an Fixkosten mit all meinen Mietobjekten. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Nichts. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Das ist so, so. Nichts. Nichts. Humble brag, for real. Weird Champ. Ja, I know, aber... Wie viel hat dein Haus gekostet? Für die beiden Häuser, ne? Die ihr bisher gesehen habt, ne? Man zahlt im Schnitt ungefähr, wenn es gut läuft, zwischen 400 und 600.000 Euro. In welchem Universum kann man diese Häuser, die er in seinen Videos gezeigt hat, für 400.000 bis 600.000 Euro innerhalb Hamburgs kaufen? Nicht mal das Reihenmittehaus. Nicht mal das Reihenmittehaus in fucking Duisburg-Marxloh würdest du für 400.000 Euro bekommen. Ja, vielleicht, wenn es komplett runtergerockt ist und du noch ein bisschen Pech mit Schimmel und so weiter und so fort hast. Aber Bruder, 600.000 Euro in Hamburg sind vielleicht eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem nicht ganz so guten Viertel. Also wirklich, Hamburg ist eine der teuersten Städte in ganz Deutschland. Da ist leider wirklich wenig Ahnung von der Materie. Wenn in dem Haus nicht vorher 6 Exorzismen passiert sind, da eine Meth-Küche drin war und 9 Leute gestorben sind, dann da wirst du kein Haus für bekommen. Das ist...
sogar gut Geld, wenn du das gut machst, gerade mit meiner Reichweite. Aber auch nicht so viel, dass du dir ernst 6-7 Autos leisten kannst. Doch, doch. Doch, kann man. Ich kann mir 6-7 Autos leisten. Und das will ich jetzt nicht wieder sagen, um zu braggen. Ich könnte mir 6-7 Autos locker leisten. Ich habe kein einziges gerade. Ich habe gar kein Auto gerade. Ich habe gar nichts, Digga. Ich muss morgen mit wem anders fahre ich in Urlaub, Digga, weil ich kein Auto habe. Aber wenn man es richtig macht, doch, dann kann man sich 6-7 Autos und auch mal gerne 20, 30 Immobilien leisten. Oder sogar mehr. Das geht. Absolut machbar. Absolut machbar, wenn man es richtig macht. Bro, man kann sich damit auch fucking Penthäuser in Berlin leisten, wenn man eine geil laufende Firma hat. Oder eine halbe Insel kaufen. Man kann sehr viel Geld in diesem Job verdienen. Wenn man es richtig macht. Und das ist ja genau das, was ich letztes Mal angezweifelt habe. Dass da so viel umgesetzt worden ist, wie er immer gesagt hat. Das ist nicht der Fall. Nochmal, ich gehe nicht hin und wünsche irgendjemandem was Schlechtes oder so. Bei Gott, ich würde mich ehrlich freuen, wenn er da nicht so in der Scheiße sitzen würde und so weiter und so fort. Und ich will mich auch gar nicht aufspielen von wegen, ich bin giga-rich, so, Digga, ich bin auch nicht giga-rich, ein Großteil meines Kapitales gebunden, würde jetzt jemand in meine Wohnung kommen, Digga, hier, nimm meine Socken und mein Handy, mehr habe ich nicht, ich habe nicht mal Bargeld hier, weißt du, was ich meine, so, man kann mich nicht mal erpressen, so, keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine, so, alles gebunden, da müssten sehr viele Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit ich wieder liquide wäre, so, ahnt ihr? Nochmal, wir sind hier bei Teil 11, irgendwann ist es doch mal gut, so, ne? Sondern auch nochmal 6 weitere ernste Unternehmen führe. Also führen heißt ja, er wäre CEO, er ist Geschäftsführer. Das wäre ja auch wieder eine Aussage, die absolut schlimm wäre für ihn, wenn er zum Beispiel Deadstock oder dieses Headset-Ding, wenn er da Geschäftsführer ist, dann ist er unmittelbar privat haftbar für seine Aktionen. Und wenn dann jemand wie Deadstock zum Beispiel irgendwelche scammy Shits macht oder diese Supplement-Firma, die er da hatte, dann ist er als Geschäftsführer dafür haftbar. Im besten Fall ist er kein Geschäftsführer und tätigt solche Aussagen auch nicht mehr, weil er sonst da ganz schnell in die Bedulle kommt. Und es wird ja auch einen Grund haben, warum die meisten von uns Influencern in ihren Unternehmen nicht selber Geschäftsführer sind und nur Gesellschafter sind. Das hat einen Haftungsgrund und doch einfach den Grund, und das ist das Allerwichtigste, dass wir alles keine verfickten BWL-Studenten sind, die nicht wissen, wie man Unternehmen skaliert, sondern YouTuber sind, die gut mit Content und Reichweite können und es für die Geschäftsführerposition immer wen besser gibt als einen selber. Ich will hoffen, dass er nicht Geschäftsführer ist. Das ist ja blöde, das ist ja dumm. Das würde ja keiner machen, der Geld hat. Vor allem in Bar. Mann, in Deutschland muss man zum Notar gehen. Dann gibt es da Notar-Anderkonten, dann gibt es einen Vertrag. Dann gibt es eine Teilzahlung und so. Man kann kein Haus in Deutschland mehr bar kaufen. Das ist nicht möglich. Du kannst ein Lego-Haus im Laden bar kaufen. Du kannst kein Haus. Du musst eine Grundbuchumtragung machen. Du kannst das nicht bar kaufen. Ab 20.000 Euro gibt es, das geht nicht. Du darfst, das ist gedeckelt. Er meint,